Liebe japanische Freunde, ich grüße euch recht herzlich und ich kann nur eins sagen, leistet Widerstand, solange es geht. Und es geht, glauben Sie mir's. Japan ist mir ein Rätsel, warum die nicht schon lang aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Denn Japan war doch das einzige Land der Welt, das mit der amerikanischen Atombombe schon berührt worden ist. Und wie Tausende von Hunderttausend sind gestorben nach dem Bombenschlag von Hiroshima und Nagasaki. Ich verstehe doch die Welt nicht, warum Japan sich nicht schon lang besser gewehrt hat. Und ich sage das immer wieder und überall, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Die dürfen keinen Schritt mehr auf den Boden setzen in Japan, die Atommafia. Die dürfen da nicht mehr Fuß halten können. Nein. Ja, ich verstehe da die Welt nicht mehr, warum sich da die Menschheit nicht besser wehrt, obwohl die Japaner zumindest so schlau sind wie wir. Zumindest so schlau. Und sich da nicht besser wehren. Das kann ich ganz einfach nicht verstehen. Ja, deshalb waren die da. Die wollten von uns sehen, wie demonstriert man, wie ist man dagegen, was macht man. Und wir haben immer zu allen gesagt, nur gemeinsam ist man stark. Der Einzelne macht überhaupt nichts. Der bringt nichts, der Einzelne. Aber wenn da 100 Leute oder 200 oder 300 Personen sind, dann sagen die, oh, ja. Wir haben uns zuerst informiert. Zuerst war die Information da, was es überhaupt wird. Und wie wir dann gelesen oder gehört haben auf die Veranstaltungen, wie gefährlich das wird, dann sind wir erst wach geworden. Und mit uns viele tausend andere, tausende von Menschen. Und wir haben gesagt, wir lassen uns das nicht gefallen. Da gehen wir auf die Straße. Und so fing es bei uns an. Hallo an alle Leute, die am Flughafen unschlüssig rumstehen. Und wer heute Nacht hier bleiben will, der sollte anfangen, sich ordentlich einzurichten. Also man kann keine Hütten so bauen. Wir bauen nach innen. Sie sind ohne weiteres reinkommen, oder? Zu Fuß, wir sind zu Fuß gegangen. Alles Mögliche haben wir dabei gehabt. Hey, die Leute, die jetzt nichts zu tun haben, könnten leicht die Plastiktüte aufheben und mit dem ganzen Plastikschrott einsammeln. Und dass das ein Politikum wird, damit habe ich auch nicht gerechnet gehabt. Und wie gesagt, und dann, wie wir gehört haben, dass die Presse uns ständig belügt und betrügt, da haben wir gesagt, jetzt erst recht. Und dann haben wir den Slogan immer gehabt, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Sie bringen den Arm aus. Wie ein Stück Wäsche wird der Mann behandelt. Ja, anders wäre es überhaupt nicht gegangen. Es wäre anders nicht möglich gewesen, wenn man das. Wir haben auch die Leute aufgehalten, die wo die Bäume gefällt haben.
Wir haben die Autos aufgehalten, wo die Bäume weggefahren haben. Wir haben die Polizei angesprochen. Wir haben alles Mögliche versucht einfach. Und es ging immer weiter. Und plötzlich hat man dann gehört, da waren wir beim Herrn Professor Weiß in Neuenburg auf einer Veranstaltung. Und der hat gesagt, das kann nicht sein, dass sowas fertig wird, was die da angefangen haben in Wackersdorf. Aber man muss sich doch überlegen, dass die Anlage 1995 in Betrieb geht und 1995 der Atomwaffensperrvertrag ausläuft. Und wenn man dann sich überlegt, ja, der Vertrag könnte ja verlängert werden, dann muss man fragen, wie ist der zustande gekommen? Und hier ist ganz entscheidend, der Freistaat Bayern hat die Ratifizierung des Atomwaffensperrvertrages in den 70er Jahren abgelehnt. Es heißt immer, wir brauchen Strom. Deswegen wird das Werk gemacht. Wir brauchen keinen Strom. Der Strom wird verkauft. Plutonium wird gemacht, damit sie Atombomben machen können. Das ist. Wir haben schon Angst gehabt, dass man verhaftet wird. Weil die Grenzen haben wir ja überschritten. Aber wir konnten nicht anders. Es ging praktisch überhaupt nicht anders. Die Grenze zu überschreiten war möglich. Aber die haben auch gewusst, dass sie die Grenzen überschritten haben. Die bayerische Staatsregierung zum Beispiel. Die haben uns geschlagen und haben uns in den Dreck geworfen, ohne sich zu entschuldigen. Wer leistet Widerstand? Mensch, das ist furchtbar, sag einmal. Da kriegst du keine Luft mehr mit ihnen. Alles vor, dann hast du gesehen. Wer leistet Widerstand gegen eine WH im Land? Schließt euch fest zusammen. Wer leistet Widerstand? Die hat Kinder. Auch ihre Kinder. Das ist doch mit nichts mehr vergleichbar, was das wird. Ja, denn sie, wir sind so vergnügt. Da haben sie doch auch einmal ein Herz für uns. Versteht es uns? Wie gesagt, ich habe 3 Kinder großgezogen. Mir noch nie im Leben was zu Schulden kommen lassen. Und dann plötzlich das, du bist auf der Straße und man kennt dich dann. Und dann, anfangs war es schon schwierig, aber dann, man legt es ab. Man legt seine Angst ab. Wir sind auch jeden Sonntag der Angst entgegengegangen. Wir haben immer einen Schritt weiter gemacht. Und so ist es uns halt gegangen. Und wenn man jemanden gefragt hat, gehst mit, wir gingen zum Demonstrieren nach Wackersdorf. Ja, die sind immer alle mitgegangen dann. Da hat eins das andere angesprochen und hat man auch mitgebracht. Gell? Und da haben wir dann immer gesagt, es wäre so schön, wenn jede Person nur eins mitbringen würde, sind uns das nächste Mal schon nur mehr so viel. Und so ist es halt weitergegangen. Gell? Ja. Ich bin die Grünen so dankbar gewesen, weil die damals gekommen sind. Und die haben uns die Augen geöffnet und haben gesagt, wir haben für diesen Staat nicht nur Pflichten, wir haben auch Rechte. Und das haben wir am Anfang praktisch gar nicht gewusst. Wir haben es gar nicht wahrgenommen, weil wir es nicht gebraucht haben.
Noch nie. Im ganzen Leben nicht. Unser Widerstand ist nicht weniger geworden. Im Gegenteil, der ist von Woche zu Woche mehr geworden. Es waren ja bis zu 120.000 Menschen einmal da. Und das hat schon ausgegeben. Das hat schon. Und es waren einmal die Ärzte da. Die Ärzte aus ganz Deutschland haben wir eingeladen. Und dann haben die ein riesengroßes Schild gehabt und da stand drauf, wir können euch einmal nicht mehr helfen, wenn da was passiert. Und das war schon ausschlaggebend. Und dann kamen sie bis zu Tausenden von Menschen, immer mehr, immer mehr. Und so, man wird auch, wie soll ich das sagen, man ist beglückt, wenn man so viele Fremde wieder sieht dann und sagt man, gell, das haben wir gemacht. Oder dann auch später mit dem Aus, das war unser Widerstand. Das haben wir immer gesagt, das Aus der WAA, das haben wir gemacht. Die umstrittene atomare Wiederaufarbeitungsanlage im bayerischen Wackersdorf wird aufgegeben. Das erfuhr das ZDF aus Bonner Regierungskreisen. Dass das zum Stillstand kommt, ja, das schreiben wir auf unsere Rechnung. Ja, genau. Das schreiben wir auf unsere Rechnung mit unserem hartnäckigen Widerstand. Ich habe mein Sonntagskleid angezogen und bin nach Schwandorf gefahren. Und da war die ganze Stadt schon voll Menschen. Und sie kamen aus nah und fern und haben uns damals unterstützt. Ja, es hat schon Spaltung gegeben. Ich zum Beispiel habe eine Riesenverwandtschaft, die lauter Bauern sind und sehr christliche Einstellung haben. Und die haben mich dann alle nicht mehr angeschaut. Und im Nachhinein hätten sie mir was gegeben dafür, weil ich auf die Straße gegangen bin. Dann habe ich gesagt, ich will im Nachhinein nichts mehr. Wir sind heilfroh, wir haben das erreicht, was wir wollten. Mehr wollten wir ja nicht, gell? Heilfroh, heilfroh, alle. Es gab im Nachhinein niemanden, der gesagt hat, warum seid ihr jetzt hier auf die Straße gegangen? Das wäre ja sowieso nicht gekommen. Aber das hat es nicht gegeben. Jeder, die gesamte Nachbarschaft, jeder ist heilfroh gewesen, dass das so gekommen ist. Die Arbeitsplätze hätten die Atommafia mitgebracht. Darf ich das sagen? Ja, tu auch, ja. Hätte die Atommafia mitgebracht. Und es wären 1200 Personen gewesen, die damals eine Arbeit gekriegt hätten. Aber keiner bestimmt von uns von da. Und jetzt arbeiten in demselben Park drin, wo die WAA gestanden wäre oder gebaut wurde. Jetzt arbeiten über 2600 drin. Aber Leute aus der Region, von uns da. Und das finden wir schon für gut, dass das jetzt so ausgegangen ist, gell? Ja. Zuvor habe ich für solche Sachen überhaupt nicht interessiert gehabt. Ich habe das immer am Fernsehen gesehen und da habe ich mir gedacht, die Leute sind verrückt, warum gehen die auf die Straße? Aber das habe ich damals schon gesagt, solche Sachen müssen am ersten vor die Haustür gesetzt werden, dann wird man wach, dann geht man selber. Ja. Mit Sicherheit, der Mensch lernt und lernt gerne und lernt viel. Ich habe nicht geglaubt, dass ich mit in meinem Alter noch so zu lernen anfange. Habe mich dann um Flüchtlinge gekümmert und
hab die im Kirchenasyl versteckt, hat 5 Monate gedauert und bin heute noch stolz drauf auf das, was ich damals gemacht habe. Und die Leute sind heute noch da, haben das Bleiberecht gekriegt. Und das ist mein ganzer Stolz, weil ich sage, es gibt schon eine Hoffnung, es gibt schon was, wo man sagt, das muss man noch machen, das muss ich noch angreifen. Mein Mann ist am Sturm gelegen, weißt du, was der gesagt hat? Da ist Couch gewesen und da ist er dort gelegen und hat er gesagt, bleib weh du dabei. Sag ich, bei was? Und hat er gesagt, beim Widerstand. Ja, das sind Widerstandssocken für dich, für alle anderen, für jeden, der demonstrieren geht, damit wir keine kalten Füße kriegen. Ich will das haben, dass alle Leute demonstrieren, wenn wo Unrecht geschieht auf der Welt. Und dafür gibt es immer Widerstandssocken. Wer im Widerstand ist gegen die Atommafia, der kriegt von mir Socken, egal wo er herkommt.